Was geht ab, meine Freunde? Willkommen jetzt zu einer neuen Folge von Planet Coaster. Ja, es erscheint schon einiges neu wieder hier auf dem schönen Bildschirm. Oh, nicht so weit, nicht so weit. Ich muss erst mal anfangen. Wir haben viel, viel geschafft diesmal, wie versprochen. Ohne Scheiß, wie versprochen. Ich glaube, ich habe 3, 4 Stunden gelivestreamt. Von daher kann man auch viel erwarten, ne? Würde man sagen, also wir hatten zum einen hier so eine Lagerstätte mit errichtet. So eine halbe Lagerstätte oder so. Der bin ich noch nicht ganz hundertprozentig zufrieden, zumindest mit der vorderen Erscheinung nicht. Da muss ich vielleicht noch was ansetzen oder so. Ansonsten ist das hier so ein kleiner Wagen, also so ein Karawanenwagen. Habe ich einfach reingesetzt, dass das jetzt wie so eine Hütte draus geworden, mit verschiedenem Zeug außenrum. Naja, kann man schon mal machen. Wenn ich da drumherum Häuser baue, fällt das auch gar nicht mehr so krass auf. Wie gesagt, dann haben wir hier noch ein kleineres Haus, bei dem war eigentlich die größte Schwierigkeit dieses Dach, weil das ist ein bisschen schwierig geworden, weil das guckt, sieht man dann auch im Stream, das hat die Neigung dazu, hier mal bei den Wänden rauszugucken, somit war das ziemlich schwierig zu bauen. Ich habe ja wieder diese Leisten genommen, als Abgrenzung, mal gucken. Das geht schon, also hier oben ist das perfekt. Für drüben die Seite weiß ich noch nicht ganz. Sieht zwar interessant aus, aber aber wie gesagt, ich sage ja immer, wenn das nicht so einzeln steht, dann sieht das auch wieder gut aus. Von daher werden wir mal sehen für die Zukunft. Da habe ich hier noch ein bisschen Grünes gepflanzt, bevor man das untergeht. Ein bisschen Gras und hier so ein bisschen was Grünes, damit es auch ein bisschen schön aussieht. Und so ein bisschen Wasser gesetzt und so in der Wüste. Ja. So, jetzt kommen die große Neuerung. Canyon. Oh, und eine neue Achterbahn. Krass. Ja, erstmal der schöne Canyon hier. Besteht aus Wasser und einer Schlucht. Na, hier haben wir jetzt Brücken gesetzt, da wo die. Das ist quasi genau da, wo vorher die Wege auch da waren. Jetzt mit der Brücke über den Canyon. Kann man schön ausschmücken. Da geht es schön durch. Das Wasser setzen war ziemlich gut. Aber für den Canyon haben wir halt sehr, sehr viel Wasser drinne. Aber egal, das kann man noch gut nutzen. Und hinten ist halt die Achterbahn. Hat viele Bereiche, die unterirdisch verlaufen. Das sieht man hier dreimal, viermal unterirdisch. Und hier geht's rein und hinten ist halt der Rest. Ich wollte eigentlich am Anfang eine sanfte Achterbahn bauen, aber irgendwie ist die dann doch ganz schön krass geworden. Naja. Die meckern schon wieder rum, dass das nicht getestet ist. Das ist eigentlich getestet, mehrfach getestet, von daher. Wir fahren gleich mal mit bei diesem Testlauf. Das ist auch eine bodenlose Achterbahn. Sieht man gerade, da ist der Boden nämlich weggegangen. Und wir hängen jetzt hier drinnen. Wir sind ja selber ein Dummy anscheinend. Gibt's neue Dummies? Naja. Es lenkt gerade ab vom Achterbahnfahrer, wie ich hier gucke. Genau, das war das die zweite Höhe. Ist immer genau passend, dass das gerade so. Na gut, das war eher Zufall, dass das gerade so klappt. Da kann man halt noch ein bisschen die Umgebung wahrnehmen. Das ist teilweise auch gar nicht so schlecht. Aber das passt bis zum Ende. Ich habe das schon alles schon ausgetestet. So, jetzt geht's nochmal in den Berg rein. Und ich würde halt sehr gerne unterirdisch ganz viel bauen. Nur ist das Ding mit dem unterirdisch bauen, ich komme da ganz, ganz schlecht hin. Und zwar wäre mein Vorschlag, dass wir mal eine ziemlich große Fläche ausgraben, dann unterirdisch was bauen. Und nachträglich quasi wieder diese Wände drumherum bauen und das halt vollenden. Ne? Das wäre eigentlich die einfachste Möglichkeit, unterirdisch was zu bauen. Weil sonst in die Höhle komme ich echt nicht rein, da unten. Um da irgendwas machen zu können. Dasselbe Prinzip könnte man eigentlich auch drüben anwenden bei der Unterbrückung, bei Unterführung. Da könnten wir auch noch ein bisschen was hinsetzen. Naja, aber das weiß man mal erst später, wenn man es gemacht hat, von daher. Ja, fürs Ende braucht man halt nochmal ein bisschen Schwung, deswegen gingst du mal kurz hoch. Und hier hat man diese Standardteile eingebaut. Das habe ich jetzt nicht alles selber gedreht, das gab es wie gesagt, diese Kurven und so, die gab es alles schon standardmäßig mit dabei. Genau. Das sieht jetzt mittlerweile ziemlich knapp aus, wenn man hier so fährt. Dass man das schafft bis dahin, das ist echt krass eigentlich. Aber das ist so fucking knapp. Da kommt jetzt Ende ein bisschen.
Das hat nämlich beim letzten Mal nicht geklappt. Aber hier über den Hügel bin ich nie gekommen. Na, jetzt habe ich das ein bisschen geklettert, da kommt man gerade so drüber. Genau. Das war die ganze Fahrt. Schön in den Sonnenuntergang hinein. Werwolf. Müsste getestet jetzt sein. Jetzt hat man auch die Ergebnisse. Hatten wir die Results. Könnte man es eigentlich auch öffnen, damit das Ganze losgeht. Genau. Das war das alles, was wir bis jetzt geschafft hatten. Mal wie gesagt, mal ein bisschen mehr wieder. Und mit der Gewissheit zu wissen, also ich würde bei der nächsten Folge eventuell entweder weiter bauen drüben oder das hier aufgraben und für die Achterbahn mal ein bisschen Szenerie bauen. Wobei ich eigentlich erstmal die Achterbahn verenden sollte, dass da noch Szenerie reinkommt. Noch ein bisschen mehr, aber das wäre wieder mit Bauen gleichzusetzen. Naja, also für die, die jetzt noch sehen wollen, wie das alles entstanden ist, viel Spaß. Ansonsten sehen wir uns am Sonntag wieder. Bis dahin versuche ich auch wieder viel zu machen. Also haut rein und bis zum nächsten Mal. Like the attention, girl, I know you. Know you. But you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger like kung fu. Kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, but I just want it. Can't you see myself? Can't you see myself? If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. And when you're not here, from start, you my bunny, I'm your clock. From now to eternity, I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see. My love is bigger than I thought. I got everything I want when I hold you with my arms. Now this don't matter, my love and my pleasure, the key to my treasure. Whatever's the weather, day up and out with you till I die. How many times for you, I'ma try. Want you to notice the one and I know this. Perfect soulmate, I wanna show it. My best friend, she saved my life, my happy end in hard times.
Ciao.